Jo, servus Freunde der Sonne, da sind wir wieder zurück bei Baphomets Fluch Teil 1, Director's Cut. Ohne Untertitel, ich habe es gesagt und ich werde mich daran halten. Yes. Gut, genug der einleitenden Worte. Wir stehen hier immer noch im Patrick's, so scheint der Pub scheinbar zu heißen, denke ich mal, weiß ich nicht. In Loch Maren auf der Insel Irland, ja. Was in Europa liegt, auf der Erde, welche sich im Weltraum befindet, in unserem Sonnensystem. Ja, ich könnte das jetzt noch weiter ausführen, aber ich breche das jetzt mal an dieser Stelle ab. Das ginge wahrscheinlich zu sehr in die Tiefe. Egal. Gut, letztes Mal haben wir ja hier ein bisschen eine Befragungsrunde gestartet, haben ein paar seltsame Leute kennengelernt. Und ich bin immer noch so ein bisschen drauf und dran, ihm dieses Ding hier abzuziehen. Aber warte ich jetzt einfach mal, bis er wieder seinen Niesanfall kriegt. Und dann würde ich sagen, wir testen das einmal aus. Wenn ich ihm das mitnehmen kann, ist gut. Wenn nicht, ist es erstmal egal. Und schauen wir nachher weiter, ob wir da vielleicht irgendwie rankommen. Und wenn das soweit irgendwie getan wurde, gehen wir wieder raus und schauen uns mal draußen etwas um. Jetzt schnappst dir, er niest sich ein Sobald der Wolf. alte Macker mal nicht hinsieht, klaue ich mir sein Drahtstück. Das scheint ja doch recht gut funktioniert zu haben und so verlasse ich diesen unheiligen Ort, an dem scheinbar alle festgewachsen sind, aber nicht ehe ich nochmal durch Fitzgerald durchgelaufen bin, weil ich die Möglichkeit dazu habe. Ja. Was ist das denn Eine hier? Plastikbox ohne besondere Merkmale, fest an der Mauer des Gebäudes angebracht. Okay, ich mache sie einfach mal auf. Warum ich das auch immer tue, ich weiß nicht. Ist Ich auch erstmal zerre an egal. der Plastikabdeckung, aber sie bewegt sich nicht. Okay. Vielleicht hilft mir da ja mein Gulli-Öffner. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Das wird mir natürlich nicht helfen. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Mir kommt jetzt gerade wieder dieser Satz in den Sinn, den der eine Bargast gesagt hat, von wegen auf der Toilette wäre angeblich irgendwie ein Graffiti in Blindenschrift an die Innenseite der Tür geschrieben worden. Mich würde interessieren, was das bedeuten soll. Die Frage ist, ob ich vielleicht irgendwie in die Toilette reinkomme. Wahrscheinlich muss ich dafür noch mehr Ehl trinken. Okay. Mac de Witz. Dann scheint das doch nicht das Patrick's zu sein, dieser Pub. Okay, da komme ich also nicht weiter. Dann gehen wir doch mal in die andere Richtung. Ja, Maguire lugert da immer noch rum. Da geht es dann wahrscheinlich hoch zu den Ruinen, oder? Ist das so? Könnte das möglicherweise so sein? Wir schauen nach. Okay. Das zerfurchte Gesicht des Farmers zeigt einen Ausdruck ästhetischer Andacht. Seine Füße stecken in einem Paar mistverschmierter Stiefel. Sehr ästhetisch, Hi, das Ganze. sprechen Sie Englisch? Und was ist, wenn ich Nein sage? Ja, das ist ein Die Problem. Implikation von Erkennung verschleiert in Negierung. Eine sehr schöne Approximation eines Paradoxon, muss man wirklich sagen. Ich bedenke ihn mit dem Blick, den ich perfektioniert habe, als ich 12 war und der größte Hypnotiseur aller Zeiten werden wollte. Der Blick ist ein Killer. Versuchen Sie, mich zu hypnotisieren oder leiden Sie an Verstopfung? Nur dumm, dass ich außer Übung bin. Okay, das war jetzt ein stranger Einstieg in dieses Gespräch. Die Implikation der Negierung, ja genau, das ist eine sehr schöne Approximation des Paradoxen, genau. So hätte ich das jetzt wahrscheinlich auch vermutet. Ich hätte es bloß vielleicht etwas einfach ausgedrückt. Was können Sie mir über die Burg erzählen? Nicht viel, tut mir leid. Das meiste Ihrer Geschichte ist in Vergessenheit geraten. Ja, aber wenn diese alten Steine sprechen könnten, was für Geschichten wüssten sie zu erzählen? Geschichten, bei denen sich die Zehennägel aufrollen und das Blut gefrieren würde. Wissen Sie, das Schloss soll angeblich über 600 Jahre alt sein. Okay, ja. Okay. Ja. Mehr fällt mir dazu gerade nicht ein. Haben Sie Dr. Pegram gesehen? Nein. Der hat gepackt und ist verschwunden. Wissen Sie wohin? Zurück nach England, nehme ich an. Ich finde es mittlerweile etwas merkwürdig, dass der Professor scheinbar recht überhastet hier wieder abgereist ist. Hat er in dem Schloss irgendwas entdeckt, was ihn dazu veranlasst hat, schnell wieder nach England zurückzukehren? Bisschen merkwürdig, die ganze Geschichte. Erkennen Sie den Mann auf diesem Ich Foto? glaube nicht, oder? Nein,
aber ich würde ihm nicht trauen. Seine Augen stehen zu eng zusammen. Ich würde am besten auch nur seinen Schädel vermessen. Um ihn vielleicht als Juden zu identifizieren. Oh Gott, Leute. Was sind das denn für komische mittelalterliche Methoden? Worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus? Ja, genau. Habe ich vergessen. Ist auch egal. Hätten Sie Verwendung für dieses Handtuch? Wie kommen Sie auf die Idee, um Himmels Willen? Nein. Na gut, ich muss jetzt gehen. Bringt mir nichts weiter. Ja, Schloss 600 Jahre alt. Okay. Ein kurzes Stück Draht zu einer Art Kreis gebogen. Ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche. Okay, gut. Da können wir scheinbar lang. Da kommen wir scheinbar nicht rein, so wie es ausschaut. Sieht nämlich zumindest recht verschlossen aus. Ja, doch, sieht recht verschlossen aus. Außer wir können uns mit diesem Stück Draht einen Dietrich bauen. Die Tore bestehen aus solidem, vom Alter dunkel gewordenem Holz. Selbst als ich mit aller Kraft drücke, hat das keinerlei Effekt. Sie bewegen sich einfach nicht. Ich sollte vielleicht doch mehr Sport treiben. Na gut, ich denke nicht, dass es dann damit getan wäre, wenn du Sport treiben würdest. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Denn ich denke einfach mal, dass diese Türen recht massiv sein werden. So dass man sich, glaube ich, doch ganz schön quälen muss, wenn man sie öffnen wollen würde. Aber gut. Dann laufen wir doch mal um die Ruinen. Wisst ihr? Okay. Ja, dann scheint Loch Marn wohl nur aus zwei Screens zu bestehen. Gut, jetzt ist natürlich die Frage aller Fragen. Ich schaue mal kurz ins Tagebuch rein. Die Frage aller Fragen ist jetzt natürlich, wie fahren wir jetzt weiter fort? Wir haben scheinbar so keine Möglichkeit, in die Burg reinzukommen. Zumindest nicht irgendwie über den Vordereingang. Hintereingang habe ich jetzt so gerade nicht gesehen, außer ich habe irgendwie einen Screenausgang verpasst. Kann natürlich auch sein. Alle quatschen hier irgendwie von Geistern. Die Frage, wo ist jetzt unser Ansatzpunkt? Wie können wir jetzt weiterverfahren? Ich bin ja immer noch irgendwie gewillt, entweder Fitzgerald auszunocken, um an die Tabletten zu kommen. Warum auch immer. Und zweitens bin ich irgendwie noch versucht, vielleicht irgendwie auf diese Toilette zu kommen, von denen die davon gesprochen haben, um möglicherweise vielleicht an diese Inschrift ranzukommen. Obwohl ich noch keine Ahnung dann hätte, wie ich sie lesen wollen würde oder so. Na gut, egal. Ich guck mal, ob er hier noch irgendwie was geschrieben hat, was uns eventuell weiterhelfen könnte. Irland, der Loch Marn Edelstein. Loch Marn, was für ein bezauberndes Dorf. Nico und ich sind offenbar wirklich auf einer heißen Spur. Uralte Manuskripte, die Tempelritter, ein Dreibein aus einem alten Manuskript. Jetzt benötige ich nur noch den dazugehörigen Edelstein. Okay, den scheint der Professor aber gefunden zu haben. So habe ich das zumindest aus den Gesprächen im Pub herausgehört. Ich werde mal die Dorfbewohner nach Pegram und seiner Ausgrabung fragen. Ja, das hat aber leider nicht so viel gebracht, wie eigentlich gedacht. Ah, okay. Hey, McGuire. Was? Weißt du etwas über Pegrams Ausgrabung? Der wollte mich doch nicht mal in die Nähe lassen. Hab ihm angeboten zu helfen, aber er hat mich weggescheucht. Was soll's? Ich wollte sein stinkiges altes Loch sowieso nicht sehen. Arbeitet jemand aus dem Dorf an der Ausgrabung? Pegram hat ein paar Studenten und Penner mitgebracht. Dachte, es weiß keiner in Loch Marn, wonach er suchen sollte. Der einzige Typ von hier, der für ihn malocht hat, ist Sean Fitzgerald. Fitzgerald sagt, er sei nie auch nur in die Nähe der Ausgrabung gekommen. Der nimmt sie schwer auf den Arm, Mister. Okay, danke für diese Information. Bis später. Okay, Mister. Dann sollten wir Fitzgerald doch nochmal etwas näher auf den Zahn fühlen. Bis er umkippt. Das ist vielleicht auch der Grund, warum er die ganze Zeit so nervös ist. Mr. Fitzgerald. Er verheimlicht wahrscheinlich was. McGuire sagt, er hat sie an der Ausgrabung gesehen. Und noch mehr, er hat gesehen, wie sie mit Pegram geredet haben. Ich wusste, dass das passieren würde. Ich wusste, dass man mich erwischt. Ich muss mit Dr. Pegram reden, falls er noch am Leben ist. Meinen Sie damit, ist er in Gefahr? Yeah, und Sie auch, wenn ich recht habe. Sie sind nicht vom Sozialamt? Großer Gott, nein, wie kommen Sie denn darauf? Naja, ich habe Arbeitslosengeld bezogen, als ich für Pegram unterwegs war. Darüber habe ich nicht zu urteilen. Das müssen Sie schon mit Ihrem Gewissen selbst ausmachen. Ich will lediglich mit Pegram über den Edelstein reden. Er ist aber nicht hier. Ich weiß, aber er hat Ihnen ein Päckchen dagelassen, stimmt's? Was?
George, woher weißt du solche Informationen? Warum verheimlichst du sie mir? Ich weiß nichts davon, dass er ein Päckchen zurückgelassen haben soll. Warum auch immer. Also, wo ist Pegram hingegangen? Ich weiß es nicht wirklich. Er ist zu mir gekommen, heute Morgen, ganz früh. Sagte, er würde weggehen. Er sagte, ich soll dieses Päckchen jemandem geben. Heißt Marquet oder so. Marquet? Den Namen höre ich jetzt gerade irgendwie zum ersten Mal. Zeigen Sie mir, was in dem Päckchen ist. Das kann ich nicht. Warum nicht? Das habe ich dem Professor versprochen. Na und? Sie hatten ja auch keine Skrupel, als Sie sich Ihre Unterstützung erschwindelt haben. Also was kann es schaden, mal einen kleinen Blick in Pegrams Paket zu werfen? Sie kennen diese Leute nicht. Das kann ich nicht. Ich trau mich nicht. Okay, ich muss dich ausdrücken. Das ist Ihre letzte Chance, mir das Päckchen zu zeigen, Fitzgerald. Bis jetzt hatte ich viel Geduld mit Ihnen. Aber jetzt ist es Zeit, dass wir mal Tacheles reden. Aber er wird mich umbringen. Wer? Der Mann aus Paris. Jacques Marquet. Pegram hat mir gesagt, wenn ich ihm das Paket geben würde, ungeöffnet, wäre alles in Butter. Wenn ich Marquet übers Ohr hauen wollte, wäre ich tot. Jacques Marquet? Wer ist das? Leute, habe ich was verpasst? Nee, der kam bis jetzt, der wurde bis jetzt in Wendespiel noch nicht ein einziges Mal erwähnt. Ich werde mich um diesen Jacques Marquet kümmern. Geben Sie mir das Paket. Nein, warum sollte ich Ihnen vertrauen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wem ich trauen soll. Ich wünschte mir, ich hätte nie etwas von dem Loch Marn Edelstein gehört. What? Was zur Hölle? Hey, ich hab grad einen großen roten... Raus hier, Maguire. Komm wieder, wenn du alt genug bist. Von wegen 25. Ein großer roter Sportwagen. Sean Fitzgerald ist überfahren worden. Raus hier. Mann, mach die kleine Ratte einen Krach. Vielleicht solltest du einen medizinischen Brandy rausbringen, Michael. Ach ja, und wer bezahlt dafür? Ich nicht. Ich auch nicht. Wie es auch keinen in dem Laden interessiert, da ist der Wahnsinn. Okay. Ich hab die Wahrheit über Fitzy erzählt, Mister. Okay, immer mit der Ruhe. Erzähl mir doch mal, was los war. Ich stand hier und hab nicht weiter viel gemacht. Und da sehe ich diesen ultrascharfen roten Sportwagen, wie er über den Hügel kommt. Boy, guck dir das an, sag ich. Geh rüber und will ein bisschen näher gucken. In dem Moment kommt Fitzy aus dem Pub geschossen und reißt mich fast um. Egal. Er rennt jedenfalls raus auf die Straße. Und das Auto kommt direkt auf ihn zu. Es war zu schnell für den armen alten Fitzy. Ich bin tierisch reingedonnert. Er fliegt durch die Luft. Oh, Kerl, sag ich. Der Typ ist platt. Im nächsten Augenblick hüpft der Fahrer aus dem Auto. Und ich wollte meinen Augen nicht glauben. Wie ein verdammter Leprechaun-Kobold angezogen. Okay. Fassen wir kurz zusammen. Also, Fitzgerald kommt aus dem Pub gestürmt. So wie ich das jetzt gerade im Video gesehen habe, hat der Ferrari extra auf ihn gewartet. Als ob er gewusst hätte, dass er rausstürmt. Und der Typ in dem Wagen war wie ein Leprechaun verkleidet. Das ist übrigens ein irischer Kobold. Nur mal so am Rande. Und wollte ihn also töten. Aha. Das heißt, er hat also die ganze Zeit auf seine Gelegenheit gewartet. Die Frage ist jetzt natürlich, ist das Khan? Nee, das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Wie soll er auch so schnell jetzt plötzlich nach Irland gereist sein? Und warum nach Loch Marn? Außer es gibt tatsächlich einen direkten Zusammenhang zwischen dem Templerschatz und den Morden, wie ich es schon mal angedeutet hatte. Und dass Khan vielleicht auch auf der Suche nach diesem Edelstein ist. Den wir übrigens gerade im Video gesehen haben, wie er scheinbar hier in den Gullideckel gefallen ist. Eine Falltür im Gehweg. Okay. Ich ziehe an der Falltür, aber sie ist von innen verschlossen. Das heißt, Fitzgerald wäre wahrscheinlich so oder so gestorben. Und das heißt weiterhin, dass dieser Jacques Marquet, nicht direkt etwas mit den Morden zu tun haben kann. Denke ich zumindest mal. Ja, es ist interessant.
mich würde jetzt mal interessieren, wer dieser Marquis eigentlich ist. Ich hoffe, wir können demnächst wieder Nico spielen, dass wir vielleicht mal etwas über diesen Macker herausfinden. Die Plastikabdeckung ist zersplittert und weggebrochen. Darunter kann man einen Schalter sehen. Yeah, drück ihn. Was immer dann passiert, vielleicht geht das Licht im Pub aus. Ich drücke den Schalter nach unten, was damit endet, dass er abbricht und ich ihn in der Hand halte. Ja, toll. George, hast du super gemacht. Wo ist er denn? Ich bin auf diesen Typen namens Sean Fitzgerald getroffen. Er war verdammt nervös. Pegram hat ihm ein Päckchen gegeben und ihn beauftragt, es einem gewissen Jacques Marquet zu geben. Ja, genau. Fitzgerald geriet in Panik, als ich ihn stellte. Er lief aus dem Pub und wurde überfahren. Von einem Kobold. Khan hat doch ein Koboldkostüm ausgeborgt. Er muss es gewesen sein. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass der so schnell hier nach Irland geflogen ist. Aber gut, vielleicht war es tatsächlich. Was mir übrigens aufgefallen ist in dem Video hier, ich hab's glaube ich gerade erwähnt, oder? Ich weiß es nicht mehr. Gedächtnislücke. Egal, ich sag's einfach nochmal. Der Edelstein scheint hier auf alle Fälle runtergefallen zu sein. Ja, was bringt mir das jetzt? Ist natürlich der Schalter da in dem Plastikkasten da, in dem Kasten da abgebrochen? Es ist unmöglich, den Schalter wieder in die frühere Stellung zu bringen. Was habe ich damit jetzt eigentlich erreicht? Hier drin scheinbar nicht. Okay. Liegt da noch was auf dem Tisch? Nee. Entschuldigung, Mr. O'Brien? Hallo, was jetzt? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier das hat noch eine Bedeutung. Ich weiß noch nicht genau was. Genauso wie das. Das sieht irgendwie so aus, als ob man damit irgendwas machen kann. Nur was, das weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe den Verdacht, dass Fitzgerald etwas von Pegram bekommen hat. Ich fand auch, dass er sich merkwürdig benahm. Ich rede von dem Edelstein. Er hat da so etwas gesagt. Haben Sie nicht gerade mit ihm geredet, als er aus der Bar rausrannte? Ja, yeah, klar. Eine kleine Unterhaltung, das ist alles. Was also mir gerade einfällt. Tschüss, ja. Ich hab doch diese Drahtschlinge da. Vielleicht komme ich ja mit dieser Drahtschlinge an den Diamanten da unten ran. Nein, komme ich nicht. Warum sollte ich auch? Das ergäbe auch viel zu viel Sinn. Ja. Gut, dann quatschen wir noch mal kurz mit ihm hier. Entschuldigung. Ja, Sir? Noch eins. Ich will auf diese Toilette. Natürlich, Sir. Dasselbe nochmal? Ja, ja. Ja, bitte. Wie wird das Zeug gemacht? Das ist das Geheimnis der Braumeister, Sir. Jedes Fass wird voller Liebe in traditioneller Weise behandelt. Aufgehängt an sorgsam geknüpften Seilen aus feinstem Hanf. In den Keller hinabgelassen unter Mithilfe der Originalschwerkraft. Wie Manna vom Himmel. Tut mir leid, aber die Pumpe scheint kaputt zu sein. Ich könnte sie für Sie reparieren. Glaube ich nicht. Das ist ein Fall für einen erfahrenen Elektriker. Bin ich. Ja, wenigstens funktioniert die Spülmaschine noch. Heute ist einfach nicht mein Tag, was bedeutet das jetzt? Habe ich irgendwie die Möglichkeit, gleich in diesen Nebenraum zu kommen? Oder wie, oder was? Oder warum eigentlich? Ich bin also, Elektriker. Ich muss jetzt los. Eine elektrische Spülmaschine. Sieht sogar noch älter aus als der Barkeeper. Ich weiß nicht, warum ich das tue. Fragt mich das bitte nicht. Ich tue es einfach mal. Mal schauen. Ich kann nicht erkennen, was an der Maschine kaputt ist. Vermutlich die Elektrik. Ja, okay. Toll. Was bringt mir das jetzt? Na gut. Hey, was glauben Sie eigentlich, was Sie hier machen? Ich gehe wieder raus. Wie bitte? Keine Gäste hinter der Bar. Grundsätzlich nicht. Ich könnte versuchen, Ihre Spülmaschine zu reparieren. Oh nein, nicht, wenn Sie kein ausgebildeter Elektriker sind. Toll, ihm ist es gerade erst aufgefallen, nachdem ich schon hinter der Bar war. Und gerade im Begriff war, aus der Bar wieder her vorzutreten, dass ich nicht hinter die Bar darf.
Egal. Wir hinterfragen das einfach nicht und beenden, glaube ich, an dieser Stelle den Part. Ja, war recht interessant, doch, muss ich sagen. Wir haben einen Toten mehr und wir haben ein Kostüm mehr. Und vielleicht die Vermutung, dass sich Khan tatsächlich auch in Lachman aufhält. Und wir haben einen neuen Namen gehört. Wie das alles zusammengehört, wir wissen es nicht. Hoffentlich erfahren wir es in den nächsten Teil. Und ich hoffe einfach mal, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Und ansonsten, ja, wie immer sage ich einfach mal, schönen Abend noch und bis dann, Leute.